Hallo, ich denke, ihr seht es und ihr hört es auch selber. Ich bin auch richtig, richtig krass erkältet. Deswegen wird es heute keinen Abschnitt geben, denn der Abschnitt, der heute dran wäre, ist auch noch richtig lang. Und das möchte ich meiner Stimme gerade einfach nicht antun. Ja, ich war ja schon vor dem Wochenende erkältet. Das habt ihr ja in den Turniervideos gehört. Und ich wollte aber unbedingt am Wochenende das Turnier in Teicher mitreiten, was vielleicht für meine Gesundheit nicht die beste Entscheidung war, weil ein Turnier natürlich Stress ist, früh aufstehen ist, den ganzen Tag da unter Adrenalin stehen und dann hat es ja auch noch geregnet. Aber es war für mich die richtige Entscheidung, weil ich unbedingt diese Saison noch ein A-Springen reiten wollte und das für mich die letzte Chance war, weil das das letzte Turnier diese Saison war und ich bereue das auch gar nicht. Aber den Preis zahle ich jetzt natürlich dafür, dass ich immer noch erkältet bin, dass meine Erkältung halt immer noch nicht ganz weg ist. Ich bin jetzt auch nicht irgendwie lebensbedrohlich krank oder so, es ist nur eine Erkältung. Aber ich möchte es halt jetzt nicht unbedingt noch schlimmer machen, indem ich jetzt hier irgendwie einen ganzen Abschnitt runterlese. Und ich denke, für euch ist es auch nicht so angenehm, mit dieser wunderbaren Stimme jetzt irgendwie euch einen ganzen Abschnitt anzuhören. Deswegen werde ich auch heute den ganzen Tag im Bett bleiben, wo ich auch gerade bin und Fabian unbedingt sich vors Bild drängen muss. Fabian. Und werde das auskurieren, denn natürlich, Fabian, konnte ich auch ein paar Tage nicht in die Uni gehen, weil es einfach so ist, dass ich nur am Husten, am Rotzen bin und das ja dann auch gar keinen Sinn macht. So bin ich auch heute eben zu Hause. Und natürlich möchte ich aber so schnell wie möglich wieder in die Uni, denn ich möchte nicht so viel Zeug verpassen, das ist auch nicht so besonders gut. Und ich möchte auch insgesamt gerne wieder fit werden, ich möchte wieder eine Stimme haben. Deswegen werde ich mich jetzt auskurieren und mir die Zeit nehmen, wirklich im Bett zu bleiben, nichts zu machen, nicht einkaufen, nicht mal schnell abends mit Leuten treffen, sondern einfach im Bett bleiben und das auskurieren, damit ich auch wirklich wieder fit bin. Denn ich habe noch viel vor in den nächsten Wochen und ich brauche meine gute Gesundheit zurück. Das war es eigentlich schon, was ich euch mitteilen wollte. Ich fand es nur blöd, es einfach total ausfallen zu lassen. Denn ich finde es schon wichtig, dass ich mich an meine Termine auch halte. Denn wenn ich euch sage, es kommt immer dienstags und freitags ein Video, dann kommt immer dienstags und freitags ein Video. Und ich dachte mir, wenn ich das jetzt nur auf Snapchat oder auf Instagram ankündige, gibt es doch Leute, die uns dann nicht folgen und die sich dann vielleicht wundern. Und genau. Deswegen ein kurzes Statement von mir dazu. Das Turnier war übrigens auch sehr erfolgreich, also es hat sich auch total gelohnt. Und dazu erfahrt ihr dann aber später irgendwann mehr. Es wird auf jeden Fall auch ein Video dazu geben. Und ihr seht mich dann aber erstmal Freitag, hoffentlich mit einer super Stimme und dem nächsten Abschnitt. Tschüss!